Hallo Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz schnell 15.000 XP bekommen könnt, um schnell im Fortnite Season 4 Battle Pass aufzusteigen, ja, um aufzuleveln, um schnell zu leveln. Und zwar müsst ihr einfach nur landen, ganz easy Leute, ihr müsst einfach nur landen, aber ihr müsst an einem speziellen Ort landen, beziehungsweise einem speziellen Gegenstand. Und wisst ihr, welche, jetzt habe ich schon fast verraten, also es ist eine Stempelkarte, die Stempelkarte heißt zur Hand gegangen. Und wenn ihr es schon wusstet, dass es diese Stempelkarte gibt, schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten schreibt rein, ihr habt sie nicht gewusst, dass es die gibt, und schreibt mal einen Epic Games Namen dazu. So, und jetzt hier auf dieser Hand landen. Boom! Zur Hand gegangen, haben wir die Stempelkarte abgeschlossen. Oh, hier gibt es richtig Loot, Leute, gar nicht gewusst. Und die kann man die abbauen eigentlich? Ne, geht nicht, ne? Leute. Aber das ist ja natürlich nice, hier direkt mal legendäre Truhe bekommen. Hier. Ich bin jetzt zum ersten Mal gelandet, ganz ehrlich, ohne Scheiß. Ich habe die Stempelkarte gesehen und ich wusste, dass ich hierher kommen muss. Stempelkarte habe ich halt geleakt, ne? Habt ihr vielleicht gesehen, alle Stempelkarten. Wenn euch alle Stempelkarten interessieren, die es in Fortnite Season 4 gibt im Battle Pass, dann guckt doch mal mein Video zu alle Stempelkarten, Wotertv. Guckt nicht bei den anderen YouTubern, die meine Video geguckt haben und dann einfach schön kopiert haben und alles nachgeplappert haben. Nein, 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 guckt mein Video. Und ja Leute, so schnell geht es wieder mit den 15.000 XP. Vielen lieben Dank fürs Zugucken, vielen lieben Dank für euren Support. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tragt wieder Code Wotertv ein und denkt dran, schaut rein. Hast du gewusst, dass es diese Stempelkarte gibt oder nicht? Und guckt alle Stempelkarten mein Video, nicht die eines von den anderen. Ciao, tschüss.